Im gleichen Jahr taucht Jeff Mills mit der Tresor 11 als Einzelkünstler auf. Die Platte heißt Waveform Transmission Volume 1. Hier die Tracks Life Cycle and Changes of Life. ...1995 wird nicht nur die Städtepartnerschaft mit Detroit gepflegt, sondern auch die mit Brighton. Dort kommt der No Future Sound her. Vertreten durch Christian Vogel auf der Tresor 22. Hier die Titel Round und Time. Thank you.
Robert Hood trat als Einzelkünstler auf den Plan. Mit dem Album Internal Empire, Tresor 27. Hier der Track Minus. Im gleichen Jahr veröffentlichte Joey Beltram seine erste EP und ein Album für Tresor. Tresor 33 mit Game 4.
Im Jahr 1996 kam ein weiterer Vertreter des No Future Sounds zum Zuge. Neil Landstrom, Tresor 53, Pirate. Auch die Berliner Jungs rund um das Headquarters-DJ-Team wurden aktiv. Paku veröffentlichte 1996 und 1997 die Tresor 55 und 69. Davon spiele ich die Tracks Bassmanöver, One Mind und Tension. Fuck.
Im Jahr 1997 durfte ich zum ersten Mal in den Heiligen Hallen auflegen, deshalb die Tresor 72. Genau aus dieser Zeit als Vinyl, Surge mit First. Jeder kennt diese Platte hier. Tresor 90. Joey Beltram mit Ballpark.
Surgeon setzt sich 1997 als großer Technoname auf dem Label fest. Seine Tresor 85 ist eine sehr spezielle Platte. Christoph von Dubplates and Mastering in Berlin meinte es ganz besonders gut und lieferte eine monströs laute Platte ab. Seit da wollten alle Techno-Leute nur noch dort mastern lassen, deshalb setzen wir die Nadel noch einmal zurück und genießen.